Brauchen wir etwa noch eine Heizung hier? Das kann natürlich sein. Batterien sind voll. Wir können uns sowas nicht leisten, dass die nicht im richtigen Temperaturbereich wachsen. Okay, wir brauchen noch eine Heizung dort oben. Temperatur, ganz wichtig. Knallt mal hier noch eine Heizung mit dazu. Können wir die auch hier hochstellen? Ja, können wir auch dort hochstellen. Machen wir. Puh. Ich glaube, wer war unser Bautyp? Lass nochmal schauen. Wer ist Morgel kann bauen? Wer ist denn noch fähig? Nee, ich guck gerade bei Jäger. Mach's gerade wieder falsch. Okay, ich glaube, wir schicken Morgel mal zum Bauen los. Stellen das mal bei ihm auf 1. Gut, lassen ihn allerdings nochmal kurz ausschlafen. Und generell, dass er sich auch um sich selber kümmern kann. Der ist unterhalb der Zusammenbruchsschwelle. Das, also theoretisch kann er durchticken. Er kann sogar Amok laufen, wenn ich das hier richtig sehe. Und das sollte natürlich vermieden werden. Zumal er auch die gute Waffe in der Hand hält. So, er hat wiederum keine Nahrung heute. Was macht er? Baut Marmorwall? Nein. Bau lieber das. Wenn du schon bauen willst, dann mach lieber das dort oben. Da haben wir mehr davon. Und wenn du dann gleich hier oben bist, ich gebe dir dann auch mal den Auftrag, dass du nochmal was essen darfst. Aber hol ruhig nochmal das Material ran, was wir brauchen. Ich hoffe, du gehst jetzt auch nicht zu häufig. Ich glaube, das passt schon. Ich glaube, er begrenzt es auf das Minimum. Jawohl, wunderbar. Okay. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Okay. Puh, ihn hat's entschärft. Er hält Wache. Angeblich. Geht etwas spazieren angeblich. Ich hoffe, er macht jetzt hier nichts kaputt. Was natürlich durchaus passieren kann, dass er jetzt auf doofe Gedanken hier kommt, hält Wache. Er ist halt möglichst weit weg von den anderen. Das ist vielleicht gerade unser Vorteil. Vielleicht beruhigt er sich auch wieder, ohne dass er dort irgendwie Blödsinn anstellt. Das Problem könnte natürlich sein, wenn dann Eddie jetzt gleich dort hoch will, eventuell, um das Ding dort fertig zu bauen. Okay, müssen wir mal gucken. Erstmal lass mal die Zeit wieder ein bisschen weiterlaufen. So, Vorratskapsel. Bitte was zu essen, bitte was zu essen. Nein! Okay, nichts zu essen. Labradorfell. Das brauchen wir natürlich unbedingt, Labradorfell. Können wir auch schön drauf rumkauen und Eddie, nein, lass es bitte sein. Bau lieber dort weiter. Lass Morgel dort mal zu sich kommen. Da müssen wir ganz dringend aufpassen, dass da jetzt keiner hochrennt. Und dass Morgel vor allem jetzt nicht auf die Idee kommt, dorthin zu rennen. Nein, Eddie, du baust hier lieber weiter. Ich weiß, die Heizung dort oben wäre halt auch wichtig. Nein, du baust das hier weiter. Du baust immer noch das dort weiter. Nein, nicht das Dach. Ja, das Dach ist zwar auch ganz interessant und wichtig gewesen, aber das meinte ich nicht. Wird bereits gebaut. Ah, Morrel hat... Ja, Morrel ist wieder zu sich gekommen. Gut, Morrel, dann folgendes. Wie weit sind wir hier? 82% gewachsen. 87%. Okay. Und dann... nee, wir nehmen doch das mit den 82%. In der Hoffnung, dass das andere gleich fertig ist. Und du wirst dir das mal gönnen, dass du das hier erntest. Genau. Schmeißt dir das auch direkt hinter die Kiemen. Jawohl. Und ruhig hier nochmal. Schadet, glaube ich, nicht. Ess das mal. Auch wenn es roh ist. Jep. Hat rohe Nahrung erst mal 2. Minus 12. Ernsthaft, für rohe Nahrung. So einen heftigen Malus. Gut, das können wir jetzt dementsprechend wegklicken. Die müssten jetzt wieder im richtigen Temperaturbereich stehen. In 0 Grad. Nee. Die stehen noch nicht im richtigen Temperaturbereich. Okay, aber die Heizung ist gerade erst fertiggestellt worden. Das heißt, es wird sich hoffentlich wieder anpassen. Ja, die Temperatur geht nach oben. Okay, wunderbar, wir kriegen es hin. Wie viel Temperatur braucht ihr eigentlich? Nur so um die 10 Grad eigentlich. Das heißt, ich würde das gerne mal umstellen, dass hier auch nur, na sagen wir mal, zumindest 12 Grad als Zieltemperatur drin sind. So, dann verbrauchen wir vielleicht etwas weniger Strom. Ich weiß es nicht. Gut. So, Zieltemperatur 12 Grad. Ich hoffe, die können wir halten. Aber das scheint zumindest dann so zu passen, dass die auch dementsprechend wachsen können. Gut. Das heißt, das geht erstmal klar. Jetzt müssen wir hier drüben trotzdem auch mal gucken, wie es hier vom Temperaturbereich aussieht. 19 Grad. Okay, das sieht ganz nett aus. Die wachsen auch fröhlich vor sich hin.
Das heißt, da werden wir demnächst die Nahrung rausbekommen. Sehr schön. Gut. Ich hoffe, dass wir das Nahrungsproblem demnächst wirklich in den Griff bekommen. Zumindest sind wir auf dem richtigen Weg. Also habe ich zumindest das Gefühl. So, Zimmer ist fertig. Wunderbar. Ist auch überdacht. Hier haben wir den Vorraum geschaffen. Das ist ganz gut. Das ist ganz wichtig. Jetzt brauchen wir noch die Heizung dementsprechend da drin. So, knallen wir mal dort rein. Wir brauchen Stromkabel. Das ist auch das müssen wir. Da müssen wir uns drum kümmern. Legen wir einfach mal hier mitten rein. Ja, ich würde es hier auch gerne mal umverlegen. So, das in der Mitte können wir dann wieder wegreißen. Das muss dort nicht liegen bleiben. So, vom Material her. Wir haben ein bisschen was. Wir sind noch am Produzieren. Gut. Ja, Stromkabel werden gebaut. Die Heizung wäre gerade wichtiger. Und dass wir das Bett dann verlegen. Vielleicht. Habe ich hier gerade irgendwas übersehen? Ah, ne, hier ist Tobias. Okay, ich habe gerade sein Bett gesucht. Gut. Ja, das mal zumindest, wem geht es denn so tendenziell schlecht, dass mal einen von beiden halt dann das neue Zimmer gönnen. Sehr hungrig bei ihm. Tobias verhungernd. Minus 25. Okay, Tobias muss das neue Zimmer bekommen. Könnt ihr ganz schnell das hier fertig bauen, dass du die Heizung priorisierst? Ja, mach mal ganz schnell. Okay. Und jemand anderes kann mal sein Bett verlegen. Da sind halt minus 30 Grad gerade drin. Im Moment will ich es noch nicht. Und ich überlege, ob wir Tobias hochschicken, dass er sich hier nochmal was gönnt von den Kartoffeln. 92% gewachsen, Mensch, die sind fast fertig. Kommt. 93%. Denk mal, am nächsten Tag wäre es auch soweit. Aber wir müssen die nochmal losschicken. Die sind schon am Verhungern, also wirklich verhungernd. Das ist nicht gut, auch wenn es hier noch trivial ist, aber die haben einen fetten Malus dadurch. Darfst du sowas machen? Nein, darf er natürlich nicht. Ach Mist. Okay, wir müssten also, wenn dann jemand anderen hochschicken. Was macht der gerade? Trägt Stahl. Okay. Nee, Junge, du schneidest hier mal die Kartoffeln. Und bringst die ran, dass Jack da ein paar Nahrungseinheiten draus machen kann. Nein. Wenn dann nur eins und nicht selber essen. So, abbrechen. Zurück, genau, und tragen. Das. Okay, ja, ich sehe es schon. Irgendjemand anderes ist da schon dran an den Kartoffeln. Nein, raus. Hier das Kommando rein. Die anderen. Isst Kartoffeln. Nein. Kommando zurück. Hast du die Heizung gebaut? Ja, das Wichtigste hast du erledigt. Dann trag den Stahl lieber weg in der Zwischenzeit. Jack trägt Stahl von wo auch immer. Von dort oben. Okay, das ist gut. Tobias steht eh dort dran. Okay, das passt. So. Morgen müsste jetzt hier die Aufgabe bekommen, hat er schon. Wir brauchen mindestens 20 Einheiten Kartoffeln. Fehlgeschlagen, natürlich. Mensch, Morgen, kümmere dich. Streng dich an. Aber sowas von. Ich will halt, dass Jack gleich zwei Einheiten draus produzieren kann. So, trag die Kartoffeln weg. Nein. Okay, irgendjemand ist wieder dran. Vergiss es. Und. Wie machen wir es? Trag hier die Kartoffeln weg. Dann müsst ihr beides nehmen. Wunderbar. Dann können wir dich wieder auflösen vom Kommando. Jack, wo steckst du? Du kannst dich schon mal bereithalten, dass du gleich kochen wirst. So, Morgen legt die Kartoffeln ab. Und zwar, warte mal, Jack, du bleibst gleich hier. Du kannst schon mal hier rüber marschieren. So, das kannst du vergessen, dass du die essen wirst. Und Jack wird kochen. So, koche bitte. So, wer braucht jetzt am dringendsten? Wir müssen halt danach gehen. Tobias braucht wahnsinnig dringend. Der kann sich schon mal dorthin stellen. Ja, der ist am Kommen. Was auch immer der dort oben gerade wollte. Ich weiß es nicht. Ach, der hat wieder Kartoffeln gepflanzt. Ja, das ist in Ordnung. So, Jack stellt die Kartoffeln. Quatsch, die Kartoffeln, ja. Stellt die Nahrung ab. Irgendjemand will wieder an die Kartoffeln rangehen gerade. Ah, der. Okay. Isst Kartoffeln? Nein, du kannst aber trotzdem zurückkommen. Jack, wenn wir die jetzt hier alle beaufsichtigen müssen, dass die ja nicht an unser Essen rangehen, das ist der Wahnsinn. Ach Mensch. Okay. So, Tobias, du kriegst die Kartoffeln, weil du gerade am Verhungern bist. Ess die einfache Mahlzeit, kümmere dich. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wer es am nächsten brauchen würde. Du bist auch am Verhungern, minus 25. Ja, ich glaube, damit steht es schon fest, dass Jack das als nächstes bekommt, wobei er auch am Verhungern ist. Ja gut, aber Jack hat gekocht, Jack kriegt es auch. So, dann kümmere dich, du kannst den Rest der Kartoffeln essen, dann geht es dir vielleicht nicht ganz so schlimm.
In dir können wir das Kommando auflösen. Und wir können, warte mal, das wäre vielleicht noch ganz wichtig. Die essen. Eddie isst auch, aber der kriegt nichts Gutes. Das heißt, vielleicht Eddies Bett noch umstellen. Dann kriegt Eddie jetzt das Zimmer hier. Gut, das kannst du eigentlich auch nochmal ganz kurz nebenbei machen. So, kümmere dich. Ja, Eddie, du schläfst jetzt gerade auf dem Boden, ich weiß. Nein, brauchst du nicht, denn du hast jetzt dein eigenes Zimmerchen. So, kümmere dich. Geh ins Bettchen. Wunderbar. Puh, okay, damit hat erstmal jeder soweit sein eigenes Zimmer. Jetzt können wir hier, also was heißt jeder? Tobias fehlt theoretisch noch, aber der wird jetzt hoffentlich nicht mehr gestört beim Schlafen. So, das können wir alles auflösen, das passt. Sehr schön, das wird alles. Gut, hier können wir dann noch ein weiteres Zimmer ausheben oder hier, das muss ich mir noch überlegen. Irgendwo halt dort auf jeden Fall in der Nähe. Wäre fast dafür, dass wir das hier machen. Theoretisch müssten wir da schon mal abbauen dafür. Wir müssten theoretisch schon mal die Tür reinsetzen. Ja, dann nehmen wir die Marmortüren auch immer, genau. Würde ich quasi hier auch schon mal mit in Auftrag geben. Der hat mal das zumindest schon mal soweit erledigt. So. Es wird natürlich Tobias gestört, weil Jack Frühaufsteher ist. Ach Mensch, naja. So, wie sieht's denn aus? Haben wir es langsam? 95%. Ah, es wird. Und hier kriegen wir dann relativ viel Kartoffeln hoffentlich raus. Wir müssten halt am Anfang fast nur darauf achten, dass die nicht die im Rohzustand unbedingt essen. So, wunderbar, das können wir wegtragen lassen. Hier können wir dann dementsprechend schon mal die Marmorwand reinzimmern. Und dann können wir das schon mal in Auftrag geben, dass das abgebaut wird bis dahin. Und dann kommt dort das vierte und vorerst letzte Zimmer mit dazu. Dann kriegen wir den Raum hier endlich mal ein bisschen leer. Wunderbar, also es nimmt langsam Gestalt an, auch wenn es sicherlich noch ein bisschen brauchen wird, aber wir kümmern uns. So, seid ihr fertig? 100% gewachsen! Ja, es kann geerntet werden! Endlich! Wer will denn? Wer ist unser Landwirt? Tobias! So, kümmere dich. Ja, Tobias legt los. Endlich Kartoffeln. So, ja. Eigentlich nicht essen. Eigentlich nur ernten. Tja. Aber ich glaube, ich lasse jetzt erstmal essen. Sehr hungrig. Ja, kümmere dich. Ist es halt von mir aus. Nein, was machst du? Forscht. Sind die noch nicht fertig? Tatsache, die sind noch nicht fertig. Okay, dann aber folgendes. Wird von Jack benutzt. Jack, das kannst du vergessen. Wird von Morrel benutzt. Morrel, das kannst du vergessen. So, wird... Okay, wird ist kein Träger. Na gut, dann forschst du lieber. Hält Wache. Nee, du gehst forschen, richtig. Und Morrel holt sich die Kartoffeln ran. Nee, abbrechen, genau. Kein Kommando. Und hier tragen bitte das Ganze. Jetzt müssen wir eventuell noch Eddie im Auge behalten. Genau, der darf dort auch nicht essen gehen. Morrel soll sich die Kartoffeln holen. Jawohl. Wunderbar. So, Jack darf sich hier hinstellen. Eddie, wie sie alle hier rumstehen. So, Jack kann schon mal dorthin gehen. Wir kriegen zumindest wieder zwei Mahlzeiten raus. Wie heiß begehrt einfach das Essen hier ist. Das ist der Wahnsinn. So, Morrel. Nein, vergiss es. Und Jack, du wirst kochen. Hier fehlen Kartoffeln. Das waren nochmal über 20. Nein! Scheiße. Genau jetzt haben wir keinen Strom, um zu kochen. Ich weiß es ja nicht. So, abbrechen. Können wir bitte ganz schnell wieder Strom bekommen? Vor allem hier das Dingens. Wäre ganz wichtig. Komm, lad dich wieder auf. Wind! Spring an, Wind! Nein! Eddie, vergiss es! Ihr macht hier nichts an den Kartoffeln. Wir brauchen die. Ach Mensch. Jetzt haben wir gerade Essen da und wir können es nicht verarbeiten. Das ist sowas von ärgerlich. Wind. Ja, ich glaube, der Wind springt an. Okay. Jack, folgendes. Jetzt aber. Jack, jetzt bitte kochen. Wunderbar. Und sei es erstmal, dass wir nur eine Mahlzeit herstellen. Wunderbar. Direkt nochmal. Wunderbar. Okay, wer hat's am nötigsten? Morrel, das steht noch nicht fest. Verhungert. Ja, Morrel muss essen. Der braucht das. Ja, unser Eddie ist auch am Verhungern. Jack, wie sieht's bei dir aus? Sehr hungrig nur, das geht noch. Dann würde ich das Essen fast dem Eddie zusprechen wollen. So, Eddie, kümmere dich. Du darfst es essen und du darfst dich um dich selber kümmern. Okay.
Das ist ein Mikromanagement hier, was die Nahrung angeht. Gut. Sehr schön. Ja, wir kriegen noch mehr Essen. Jack, holst du die ran? Nein, der will diese essen. Vor allem die Tür nicht offen stehen lassen. Wie doof ist das denn? Na super. Alter, jetzt haben die extra. Alter, nein, ich fasse es ja nicht. So doof muss man erstmal sein, die Kartoffeln in die Tür reinzulegen. Ihr habt es gerade noch so im letzten Moment gesehen, vielleicht, dass dort Kartoffeln schlecht geworden sind. Also verdorben sind, dass die Ernte futsch war. Okay, isst Kartoffeln. Nein, kochen. Nein. Morrel. Okay, nee, das ist in Ordnung. Da müssen wir mal wieder gucken. Jack, theoretisch gleich. Dann koch ruhig noch eine Mahlzeit. Genau, jetzt darfst du erstmal selber essen und dann weiterkochen. Wunderbar. Okay, wir haben wieder keinen Strom. Ach Mensch, unsere Stromversorgung steht so auf der Kippe. Es wird Zeit, dass wir die geothermale Energie hier bekommen. Ja. Ach Mensch, müssen wir dranbleiben. Wie sieht es hier oben vor allem aus? Bereit zum Ernten. Guck mal, hier könnte schon wieder was gemacht werden. Müssen wir mal gucken, wer würde es machen? Das ist Tobias. Spielt Hufeisen werfen. Ruht sich mit anderen aus. Der ist gerade nicht in Arbeitslaune. Ist halt schon 20 Uhr. Tja. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier die ganze Nahrung eingesammelt haben, ich glaube, das wird. Ich glaube, wir kriegen es nahrungstechnisch hin. Zumindest wenn wir halt dranbleiben und Tobias dort fleißig ist und eigentlich gleich wieder dort anbauen geht und ernten geht und so weiter. Müssen wir gucken. Aber ich setze hier erstmal einen kurzen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.